Saluti, willkommen zu einem neuen Video. Heute darf ich ein Hochzeit filmen und ich nehme euch mit. Ich weiß noch nicht genau, wie viel dass ich kann filmen kann für euch. Ja, aber ich probiere es mal und ich wünsche euch viel Spass beim Video. Geschminkt bin ich schon, aber ich muss noch etwas essen. Bei 3/4 Stunde kommt der Oli und ich bin all meine Sachen am Aufladen. Ich hoffe, es langt. Okay. So, ich fange jetzt an zu packen, sonst wird es heute nicht mehr. Und Elli ist auch noch irgendwo am Spielen. Elli? Elli? Das Kabelzeugstuch und alles mit. Es sieht gar nicht noch so viel aus, aber die Kamera da kommt noch mit. Dann die Kamera da rein kommt mit. Alles kommt da in den Rucksack rein. Und dann kommt noch mein Gimbal mit. Und die Speicherkarte. Mal schauen, wie das rauskommt. Ich hoffe, ich habe genug Akkus dabei und genug Speicherplatz. Aber ich glaube schon. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Chile, wo es piratet. Und ich bin gespannt, wie das so wird. Ich freue mich mega. Und ja, da hole ich mich mal. Ja, und es ist am Vierwaldstättersee, darum müssen wir jetzt noch ein bisschen fahren. Ich zittere mega. Mikrofon ist auch noch gelagert. Ja. Dass es keine Töne gibt, wenn es irgendwo dran kommt oder so. Es ist schon ein bisschen Sauwetter. Und wir sind jetzt, machen wir uns auf den Weg zum, zu der Location. Und ja. Und ja. Wie hast du gefunden, Oli? Das ist top. Cool. Ja. Das ist mein erster Kameramann, ist Oli. Bruno. Ja, wir gehen mal weiter. Läuft sie denn jetzt? Ja, sie läuft. Wir sind jetzt schon wieder vom Heimweg. Wir mussten noch lange warten, bis der Flugpark kam mit dem Auto. Ja, aber jetzt fahren wir dann schon wieder in Rappi. Das Schloss sehen wir schon. Ich weiss nicht genau, ob ich etwas reinschneiden kann vom Hochzeit. Wenn ja, habt ihr das jetzt schon gesehen, wenn nicht, tut es mir leid, weil, ja. Dann haben wir das Recht nicht bekommen dazu. Genau. Aber es war mega cool gewesen. Ich mache es so gerne. Ich weiß auch nicht. Es ist noch recht anstrengend, nicht? Ja, man ist halt immer präsent sein. Ja, man ist immer präsent und musst den ganzen Tag ein bisschen aufpassen. Und was passiert und so. Ja. Mhm. Ich mache es so gerne. Und du bist halt dann voll dabei am Hochzeit und ja, weißt so ein bisschen etwas mehr wie ein normaler Gast. Und ich finde es cool. Habe ich das schon gesagt? Ich finde es mega cool. Und verdienst du noch Geld? Ja, ja. Ich glaube, ich verdiene nicht so viel jetzt für das. Also nicht so viel. Ich finde es viel. Ich meine, ein Batzen. Aber, schöne. Soll ich dir eigentlich etwas abgeben für das, dass du mir viel geholfen hast? Ich bin zinkhaftig. Mehr gibt es nicht. Ja. Jetzt gehen wir irgendwo kurz Nacht essen und dann ja. Irgendwo kurz Nacht essen. Und dann noch zu mir heim. Das ist
wir sind wieder daheim. Also bei mir daheim. Ja, wir sind jetzt bisschen müde. Wir schauen nachher noch Roger Federer. Der spielt noch. Aber ich bin echt erstaunt ab dem Gimbal. Ich habe den heute sicher 2 Stunden, 3 Stunden am Stück gebraucht. Und die Batterien funktionieren immer noch. Also ich habe die Batterien nie wechseln. Und er funktioniert immer noch einwandfrei. Guten Morgen. Freude, ich bin einer da oben. Es ist so dick. Und pst, es ist Sonntag und wir gehen heute in die Pfeg. Oh, wir sind filmen. Wir sind wieder bei mir daheim. Wir sind heute Morgen noch, also heute Mittag an der Zong gewesen, zum Mittagessen. Wo ein feines Raclette auf dem Brot haben wir gehabt. Und nachher noch Churros. Und ich habe noch einen zum Essen. Ja, wir haben uns schon ein bisschen Gedanken gemacht für das Hochzeug, was wir heute Abend noch so ein bisschen besprechen. Und die Fünfe kommen dann in unsere Trauzeugen. Das wollte ich noch erzählen. Wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit, um vorbereiten. Wahrscheinlich tun wir nicht mehr vorbereiten, weil wir so jetzt fertig sind. Und Oli ist noch ein bisschen am Formel 1 schauen und ich tue vielleicht noch ein bisschen Minecraften. Es ist jetzt Montagmorgen und ich habe heute wieder Schule. Darum nehme ich die Kamera nicht mit den ganzen Tag, aber am Abend vielleicht noch ein paar Sachen filmen. Für euch ist das nur Millisekunden und für mich ist es 8 Stunden oder so. Bis nachher! So, fertig Schule für heute. Ich bin jetzt schon um 3 Uhr daheim und ich mache mich jetzt noch ein bisschen als Video vom letzten Samstag, also wo ich gefilmt habe, Hochzeit. Und fange dort mal an, ein bisschen etwas zusammen zu schneiden, mal schauen, wie das so kommt.